Alter, was geht ab, Leute? Wir mit am Stadtimi. Wir gönnen uns meinen Lieblingsjapaner. Ich habe heute mal Ramen. Der direkte Vergleich mit gestern, was mich echt enttäuscht hatte. Nee, sag mal. Nix? Kennst du dich aus mit der Täuschung? Oh mein Gott. Okay, Leute, ihr steht einfach voll bekannt, wie man. Boah, eigentlich sollte ich ihn nehmen hier. Beef mit Nam-Ramen, Alter. Best Gamba-Soup. Alter, Mann, Gamba. Sieht echt nicht schlecht aus. Alter, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Zu viel Auswahl, Mann. Oh mein Gott, das hat mich eigentlich wegen dem Titel schon gepackt, aber... Das ist Big Hungry. Ja, ich schau noch mal die anderen an. Okay, hier haben die sogar Wagyu, Mann. Ja, ja, ich hab ja ab und zu mal Wagyu probiert. War das gut? Mega. Ich glaube, ich nehme Beef mit Nam, Alter. Represent. So, Leute, Dimi hat Wheel of Steel gezockt. Er erzählt von einem Spiel, Emojis. Ja. Ihr wisst, da habe ich Nico zerstört. Warte, ich erzähl dir mal was. Oh mein Gott. Okay. Du hast so Emoji. Ja. Der Planet. Ja. Also Erde. Ja. Und ein Affe. Dragon Ball. Hä, was für Dragon Ball, Mann? Hä? Oder, nee, es kann. Okay, ich hätte jetzt wegen Saiyajin gedacht, weil die zu Affen wären. Oder Planet Affen. Ja, Planet Affen. Ja. Nico hat der Afrika. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Mädchen? Ein Mädchen, ein rothaariges Mädchen. Rothaariges Mädchen, ja. Ein Pferd und ein Affe. Pferd und ein Affe? Ja. Pferd und ein Affe. Das hat keiner gewusst, nur ich hab's erraten. Ich hab's ja, aber also, direkt, ich hab's ich direkt gewusst. Ich hab erst mal gesagt Pippi Langstrumpf. Stimmt. Ja. Oh yes! Und das Zweite, das Zweite, die Arme sind voll komplett woanders gewesen. Eine Pille. Pille, okay. Also eine Tablette. Ja. Eine Sonnenbrille. Matrix. Richtig. Was schon? Ja, gell? Die anderen, die sind irgendwo, und da war halt noch ein Computer sogar noch. Ja, oh gell? Mein Gott. Ja. Ja? Ich weiß nicht, der eine hat irgendwas, keine Ahnung, irgendwie so ein IT-Film gesagt oder so, weil ich habe direkt Matrix, ich habe nur die Brille und die Tablette gesehen. Ja, natürlich, Mann. Okay, ich sehe schon, ernst, die leichten Gegner gehabt. Ja, ja, die waren, es war freilos, Mann. Das einzige, wo wir ein bisschen Punkte verloren haben, waren halt so diese wo Lieder gesummt haben. Summen, Mann. Ich hasse Summen. Aber sonst so gut, weil war echt, ey, das Spiel ist echt geil, Mann. Ist mega, ja. Kleine Vorspeise, Gyoza, schauen wir mal. Der Gyoza-Test. Da hatte ich die letzte Partie. Ich glaube Schwein oder Hähnchen. Das ist saftig, Leute. Hier Wagyu. Frühlingsrolle. Oha. Gönn dir eine. Die sind mega. Vielen Dank. Wow. Ist noch heiß, gell? Ja. Das ist geil, das ist doch. Aber bei Takumi waren die Nebenspeisen auch gut. Nur die Brühe hat mich nicht so überzeugt. Echt nicht? Also da, wo wir waren, da hatten die auch so schöne so Handtücher, dass du dich abwischen kannst, alles schön war das auch noch so? Also da, wo wir waren, hatten die Handtücher so schön gefaltet. Das nee, der gar nicht. Das so, okay. Da ist so eine Serviette da. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, das ist voll crazy, Mann. Ist halt anders, als man Frühlingsrollen kennt. Mhm. Aber es schmeckt. Schaut fresh aus. So, ich bin gespannt. Ich auch.
ganz andere Liga als Takumi-Man. Schöne volle Brühe. Sackert das Fleisch. Das Fleisch ist wirklich geil. Oha. Ich stelle jetzt eine Frage, okay? Du musst kein technisches Wissen haben. Es geht um DeFi, aber du brauchst kein technisches Wissen. Hm? Würdest du deine DeFi für 10 Jahre wegsperren, wenn du dafür in der Zeit doppelt so viel Rendite bekommst? 10 Jahre? Die, sagen wir, eine feste Summe investierst du, ja. Staking, aber die darfst du nicht anfassen. Also die kannst du nicht bewegen, nicht verkaufen. Nur das, was die generieren, damit kannst du machen, was du willst. Steigt der Wert aber trotzdem mit? Der Wert steigt natürlich trotzdem mit. Also das heißt, in 10 Jahren, was auch immer die wert sind, die hast du. Kann 0 sein, kann 100 pro DeFi sein. Aber bis dahin kannst du nicht verkaufen. Halt schwierige, ja, ist halt eine schwierige Frage, weil in 10 Jahren kann vieles passieren. Du könntest auch mit den DeFi noch was anderes kaufen, was rentabler ist. 10 Jahre ist schon viel, Mann. Ich würde es nicht machen. Du kriegst doppelt so viel. Ja, ich habe schon verstanden. Du kriegst doppelt so viel, aber... Aber wir haben ja gelernt, in 10 Jahren kann viel passieren. Der Markt kann sich irgendwie bewegen. Du kannst mit dem DeFi vielleicht eine andere Anlage machen, wo du schneller an das doppelte Geld kommst. 10 Jahre ist schon sehr viel Zeit, Mann. Also ich würde es für 10... Also ich zum Beispiel, der eh jetzt nicht so auf dem Markt bewandert ist, ich zum Beispiel wäre jemand, der es eventuell in Erwägung ziehen würde. Jemand wie du oder Badisch, der jetzt aktiv auf dem Markt ist, bei euch, glaube ich, wäre es nicht der Fall. Aber ich würde es wahrscheinlich machen, weil ich mache eh nicht viel aktiv, ich lasse es ja eh nur liegen. Bei mir würde es schon rentieren. Okay. Ja. Was wäre bei deiner Antwort? Ich überlege mir das noch, ich weiß es nicht. Aber das kommt jetzt. Ach, das kommt? Es gibt ja den Freezer. Okay. Und jetzt gibt es diesen 5 Jahre und 10 Jahre Freezer. 5 Jahre kriegst du das 1,5-fache, was du sonst bekommen würdest. Ja. Und bei 10 Jahren? Das Doppelte. Ja. Doch, auf das, was du bekommst schon. Ah, okay. Ja, das ist wieder was anderes. Das habe ich doch gesagt, Mann. Ah, das ist wieder auf was ganz Rendite, anderes. Da, auf ah, die, die okay. du bekommst, die kriegst du sofort. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Ja, natürlich, dann würde ich auch nicht überlegen. Ich dachte, du bist auch auf das, was du dann kriegst, nein. Hast du auch keinen Zugriff. Mein Gott, wovon soll ich dann leben? Ja. Oh mein Gott. Schaut mal, Leute, 3D-Drucker. Und schaut mal, was wir gefunden haben. Ihr wisst Bescheid. So. Spontane Nachspeise, mal was sehr Besonderes. Kit Banana, ist neu hier. Vegan. Ohne Zucker, ohne Milch, ohne Geschmack. Aber während wir hier warten, habe ich gesagt, Nimi, hey, teste, check doch mal einfach Hongstu ab. Hongstu.de. Das erste, zweite Rätsel, je nachdem, wie lange wir für das Eis brauchen, kann er sich ja mal anschauen, weil das muss ja gehen. Immer noch testen lassen. Der Kollege hat sich immer noch nicht gemeldet. Keine Ahnung, was da durch seinen Kopf durchgeht. Ja, Digga, was denkt man sich dabei? Ich will nichts sagen, lass mich in Ruhe, Mann. Oh mein Gott. Frage Nummer 1, checkt er gerade ab. Schaut sich um. Immer wichtig umschauen. Viele machen das nicht. Sie stehen einfach da. Ich weiß nicht. Umschauen, suchen, rätseln. Ah, schau, wie fleißig hier rumgeht. Sehr, sehr flinke Maus. So muss sein. Er macht's richtig. Also Leute, glaubt ihr, man kann den Löffel essen oder nicht? Ich habe ihn angeknabbert. Weil ich dachte, das sind so Zero Waste. Leute, öko-vegan, dies, das. Also ich finde es voll bitter, Mann. Hä? Meins ist mega bitter, Mann. Mhm. Diese Schokostreusel sind anders hart bitter. Ja. Das sind ja auch Nips. Die sind ohne Zucker. Okay. Okay, dein Fazit dazu? Mhm. Also ich mag das Bananenbrot. Das mag ich echt. Preis-Leistung? Preis-Leistung ist natürlich viel zu viel. Das ist halt so diese vegane Öko-Ding.
ist eh immer zu teuer. Und das Eis ist für mich kein Eis, das ist so eingefrorener Bananensmoothie, so. Sowas ist es. Oder nicht? Ja. Yo, wenn Nostalgie so anders hat reinkickt. Ich habe mir die ganzen Statement-Videos von den Leuten angeschaut. Noch nicht alle, ich habe von Mystic7 und Trainer-Tipps angeschaut zu diesem Hashtag HereIsNiantic oder sowas. Zu der ganzen Sache mit dem Boykott. Bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Wie gesagt, den ganzen Pokémon Go-Spielern viel Erfolg, viel Glück. Zeit wird's auf jeden Fall. Ob die Leute halt so lange aushalten können, boykottieren können, darauf verzichten können, Geld auszugeben. Ich weiß nicht, Mann. Man ist süchtig, ihr seid süchtig, aber trotzdem viel Glück, viel Erfolg. Und dann habe ich Trainertipps angeschaut und dann alte Zeiten und dann muss ich mir das Intro geben, Mann. Alter, 2016 Trainertipps angeschaut. Das waren heftige Zeiten. Auf jeden Fall, Chong wollte jetzt spontan diesen All-You-Can-Eat-Sushi, wo wir mit Dimi und Barisch waren, der ist echt mega. Der hat sich auch mittlerweile echt verbreitet, also das haben echt viele gesehen. Das ist auch so ein Top-Spot jetzt mittlerweile geworden. Und Chong will jetzt zu essen gehen und dann vielleicht machen wir da so ein All-You-Can-Eat-Livestream. Also falls ihr das Video seht, oh, schaffe ich das davor noch? Ich weiß nicht, dann waren wir live oder sind gerade live. Schaut auf jeden Fall auf Twitch vorbei, folgt mir auf Instagram, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die V-Subs, US Business, in Bitcoin, DeFi investieren, Cashflow generieren. Das war's von mir, ciao Leute.